Heilige Malen wie vor Hunderten von Jahren. In dieser kirchlichen Schule in der Nähe von Moskau lernen 60 junge Frauen einen ungewöhnlichen Beruf: Ikonenmaler. Wir benutzen natürliche Pigmente, die aus verschiedenen Steinen gewonnen werden. Wir mischen sie dann mit Wasser oder mit Ei. 2 Jahre lang malen die Schülerinnen alte Ikonen ab. Erst im 3. Jahr dürfen sie eigene Werke schaffen, aber im Geiste des 14. und 15. Jahrhunderts, des goldenen Zeitalters der Ikonenmalerei. Der Glaube, so sagt man, war damals tiefer. Wenn ich eine Ikone aus dieser Zeit sehe, versinke ich in Ehrfurcht. Ich verspüre den Zustand des Malers, einen Zustand der völligen Harmonie. Denn eine Ikone ist kein Bild wie jedes andere. Eine Ikone ist ein Gebet mit Farben. Das ist nicht einfach ein Kunstwerk. Es ist eine Kirchenmalerei. Sie kann vom Gebet nicht getrennt gesehen werden. Wenn die jungen Frauen nach 3 oder 4 Jahren ihr Diplom haben, werden sie in Kirchen oder Klöstern arbeiten. Nach der bolschewistischen Revolution 1917 wurden die Kirchen geschlossen und die Ikonen zerstört oder sogar ins Ausland verkauft. Heute werden wieder neue Kirchen geweiht, deshalb werden neue Ikonen gebraucht. Von den alten sind nicht genügend übrig geblieben. Zumal auch jede gläubige Familie Ikonen für ihr Zuhause braucht. Und der Glaube ist im postsowjetischen Russland auf dem Vormarsch.